Bekommen Rentner die Inflationsausgleichsprämie? Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe heute am 1. Februar 2023 eine Anfrage erhalten zum Thema, ob Rentner die Inflationsprämie erhalten, denn in den Medien kursieren Meldungen, dass auch Rentner diese Prämie erhalten könnten. Gibt es da Antragsformulare? Muss ich diese bei meiner Rentenstelle anfordern? Wir Rentner leiden ja schließlich genauso unter der Inflation wie jeder Arbeitnehmer. Für eine Antwort Ihrerseits im Voraus besten Dank. Liebe Anfragende, nein, Rentnerinnen und Rentner, die nur eine gesetzliche Rente beziehen, erhalten keine Inflationsausgleichsprämie. Die Inflationsausgleichsprämie ist ausschließlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gedacht. Es ist eine rein freiwillige Leistung durch Arbeitgeber. Viele Arbeitgeber haben schon über Tarifverträge geregelt, dass die Inflationsausgleichsprämie bis zum 31.12.2024 entweder in der Einmalzahlung oder in Teilraten gezahlt wird an die Arbeitnehmer. Aber die Tatsache allein, dass sie Rentner oder Rentenempfänger sind, gibt ihnen leider keinen Anspruch auf die Inflationsausgleichsprämie. Die Inflationsausgleichsprämie gilt nicht für gesetzliche Rentner. Gesetzliche Rentner haben am 7.12.2022 die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro erhalten und die Inflationsausgleichsprämie ist eine reine freiwillige Leistung von Arbeitgebern an Arbeitnehmer. Das heißt also, es gibt weder ein Antragsformular, noch können Sie da irgendwo was beantragen. Wenn Sie aber Arbeitnehmer wären oder sind oder vielleicht zukünftig noch werden, zum Beispiel auch im Minijob, dann können Sie natürlich Ihren Arbeitgeber auf die Inflationsausgleichsprämie ansprechen. Ist vielleicht keine so schlechte Sache. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.